Ihr seht es jetzt schon zappeln hier am Jog. Dieses Flugzeug versteht sich nicht mit dem herrlichen Brunner Jog. Oder nur sehr begrenzt. Oder nur mit Tricksen. Ich schaue mir das Headtracking ab, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat. Nein, hat es nicht. So, und hier gibt es einen Trick. Wenn man jetzt nicht während des Fluges dieses Gezappel immer am Bildrand haben will, dann kann man hier nach unten gucken. Dann kann man nämlich die Flugkontrollen blockieren. Wie sie normalerweise beim geparkten Flugzeug blockiert sind. Es funktioniert nämlich alles trotzdem, nur ohne Gezitter. Der einzige Nachteil ist, man hat diese Platte im Gesicht. Ich habe schon mal versucht, die durchsichtig zu programmieren, aber leider geht das nicht so ohne weiteres. Rob Wilson, Twin Otter Version 2. Oh, ganz wichtig, guckt euch das bitte schön in Fullscreen an und nicht nur als lächerlicher Viewport, ne? Das sowieso, vergesse ich jedes Mal, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, dann würde ich wieder mal sagen, schnell losfliegen, bevor irgendwem irgendwas einfällt. Ja, dann ist auch der Ton des Motors nicht mehr ganz so albern. Ich kann jetzt ja mal spaßeshalber hier die Blockade aufheben. Dann könnt ihr gucken, wie das dann während des Fluges sonst aussieht. So, na, wie gesagt, ob dann das Flugzeug was für kann. Ich denke ja mal, wie die meisten Flugzeuge wird auch dieses hier sein Leben begonnen haben als Flugzeug für X-Plane 10. Und ich vermute mal, dass da gewisse Routinen übernommen wurden, die sich nur sehr begrenzt mit dem Brunner-Jog vertragen. Aber nun ja, da muss man durch. Es hört übrigens auch auf, das Gezitter, wenn der Autopilot am Wirbeln ist, weswegen wir ihn jetzt wirbeln lassen. Vertical Speed Heading, Auto Throttle. Bisschen mehr Dampf geben. Was sagt die Eieruhr? Die Eieruhr sagt 130, ist überhaupt kein Problem. Dann schauen wir mal, lassen wir ihn mal werkeln. Ihr seht, jetzt wo ich nicht mehr selber lenke, also wo nicht der Yoke arbeitet, sondern der Autopilot, ist das Zittern auch komplett weg. Also es ist wirklich definitiv ein Problem zwischen Yoke und Flugzeug. Der Yoke bewegt sich aber einwandfrei mit, ne? Völlig problemlos. In der Gegenrichtung funktioniert es. Ja, ist halt so. Er schaukelt und zappelt, wahrscheinlich weil wir verdammt langsam sind mit 110. Fahrer kann man noch draußen, aber ich glaube, das kann man auch nicht einfahren, oder? Naja, jetzt rausfinden. So, was sagt denn meine Checkliste? Meine Checkliste sagt, check das mal. Manufacturer, haben wir gesehen. Start with engines running, ja. Hat einwandfrei funktioniert, keine Besonderheiten. Throttle Behavior Reverser, habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Wo ist er überhaupt? Throttle, ach richtig, oben. Oben ist der Bursche, ja. Da. Ja, ich schalte jetzt den Autotrottel mal aus. Was jetzt im Steigflug bei 116 nicht unbedingt schlau ist, aber ich mach's trotzdem. So, idle. Reverse geht nicht, ist klar. Doch, das geht. Auch im Flug auf Reverse zu schalten, das wollen wir jetzt hier vielleicht besser nicht. Autotrottel schnell wieder aktivieren. Also das funktioniert auch so, wie es sein soll. Standard Autopilot, ja. Ja, alles funktioniert hier ganz normal. Musste ich nicht extra Schalter für suchen und so weiter. Obwohl es gibt hier Schalter, die schön versteckt sind. Aber da kommen wir andermal zu, wenn es um die Ex-Checklist geht. Things lying around. Lying here things around. Nö, es sieht hier einigermaßen aufgeräumt aus. Schöne Gummimatten am Boden, das ist leicht sauber zu machen, wenn wir wieder mit irgendwelchen verlebten Stiefeln hier reingekraxelt sind. Da hinten sehe ich jetzt auch nichts, wenn ich den Kopf noch weiter drehe, klingt sich das Headtracking aus? Ja. Wie sieht der Rest aus? Ist jetzt zu neu, ne? Aber davon abgesehen, ja gut, da gibt es ein paar vorsichtige Kratzer. Ja Gott, also... Hier Steuerknüppel, das geht so. Es ist jetzt nicht alles so blank gescheuert und abgestoßene Ecken und so weiter, wie ich es gern hätte. Oh, ich sehe schon wieder der Höhenmesser. Das ist eine Besonderheit. Der Höhenmesser, ich kann also hier die Höhe nicht einstellen, sondern das kann ich nur direkt hier am Dashboard machen. So, und da kann ich jetzt auch sehr schnell dran drehen. Kann sagen, mach da mal, was haben wir jetzt? 2800, komm, mach 3 draus von mir aus. Mal schauen, ob er sich daran hält. Etwas muss auf jeden Fall. Ne? Geben wir ihm die Chance. Hier ist der Rest des Autopiloten übrigens.
Ja, also ich finde, ich kann es diesem Flugzeug irgendwie verzeihen. Was schaukelt die Bühne so fürchterlich? Fliege ich zu langsam? Nee, ne? Eigentlich eher zu schnell als zu langsam. Junge, Junge. Kann das sein, dass ich vorhin irgendwann mal, nee, eigentlich nicht, Alt A, genau, machen wir die Custom Autopilot Constants weg. Warum schaukelt er? Oder haben wir hier Wind, wie blöde? Ich benutze ja nur angepasste Wetterdingsbumse, wo ich die Wolken wegzaubere. Der Wind kann natürlich wie wild blasen. Wie schnell blasen wir denn? Wir blasen mit 133 Knoten, die er nicht erreicht. Dann sind wir vielleicht am oberen Ende. Immer auf 120 runter. Vielleicht hilft ihm das, zur Ruhe zu kommen. Ja, diese Hektik, die macht einen ja auch fertig. Was denn? Der eiert hier gewaltig rum, ne? Und lenkt gegen ohne Ende. Kenne ich so nicht. Also da müssen sich jetzt wohl irgendwelche Einstellungen gegenseitig ins Gehege kommen. Das ist nicht normal. Habe ich vielleicht irgendwie Flaps draußen, die ich nicht raus haben will? Nein, das hätte mich doch gewundert. Egal, wir können auch gleich mal nach draußen gucken gehen, dann wissen wir noch genauer. Aber vorher kommt natürlich das Seitenmenü, das wir hier überhaupt nicht haben. Wenn wir können. Doch, da oben ist ein Seitenmenü. Auto-Update. Es gibt Auto-Update und wahrscheinlich gibt es hier irgendwo bei den Plugins noch irgendwas. Ja, Sattel. STMA Auto-Update. Ja, und den Skunkcrafts Updater. Ich weiß nicht, warum das Ding schaukelt. Wir sind nicht zu langsam. Ich guck mal nach dem Wetter. Was haben wir denn für ein Wetter? Match Real World Conditions. Und wir haben hier oben ja 38 Knoten Wind. Also wenn das böig ist, würde das schon so ein bisschen zum Schaukeln fühlen, ne? Na gut. Wie wäre das denn, wenn wir einfach schön Wetter machen? In diesem speziellen Fall, wo es ja ums Angucken geht, ist das vielleicht gar nicht so blöd. Also, bzzzt. Apply Changes. Hilft aber auch nicht viel, ne? Na gut, egal. Gehen wir nach draußen. Schauen wir raus. Gucken wir uns das an. Einfach so. Ich hab die Nacht vergessen, ne? Wir müssen auch nachts angucken. Müssen jetzt das Flugzeug dazu? Ja. Tja, also es sieht so aus, als würde den Passagieren kollektiv schlecht werden heute. Wow. Gibt es leider keinen Rad. Also so könnte sich ein Flugzeug beispielsweise verhalten, wenn es zu langsam wäre. Ich kann ja mal spaßeshalber Flaps ausfahren, ob es dann ruhiger wird. Ja, ich kann jetzt nur auf unruhige Luft tippen, aber sehr merkwürdig. Äußerst kurios. Na gut, Hauptsache wir sehen was, das ist das Wichtigste. Dann lassen wir es jetzt erstmal Nacht werden, damit wir das Elend nicht mehr sehen müssen. Oh, das ist Nacht, da setzen wir uns nochmal rein und machen ganz viele Lichter an hier. Dreimal klickt, dreimal passiert gar nichts. Das bedeutet, sie benutzen hier ihre eigenen Data-Refs drin. Und wir müssen hier erstmal gucken, dass sich hier Lichter findet. Ist doch im Zweifel immer irgendwo da oben. Ne? Landing Lights. Engine Throttle. Nee, hier oben. War nicht hier oben irgendwas mit ganz vielen Knöpfen? General Entrance. Ich breche mir gerade den Hals ab. Also, Head-Tracking off. Und er wird ganz normal hier mit der Maus gesteuert. Und ich bin relativ sicher, dass es jetzt hier oben Lichtschalter gibt. Also bei diesem Flugzeug ist alles irgendwie anders diesmal, ne? Lighting. Emergency. Inner Wing, Outer Wing. Ja, da, Lighting. Flight Compartment. Fast Seatbelts, no smoking, Position Light Anti-Collision. Wo gibt es da immer noch einen Regler? Generator Flaps. Genau,
guck mal da oben, da ist noch irgendwas. Bright und dim. Das drehen wir natürlich ganz doll hoch, was immer das sein mag. Das sind die Sicherungen und diverse kleinere Kontrollgeschichtchen. Und da haben wir auch noch welche. Ja, wunderbar, siehst du mal. Man muss nur lange noch suchen, da gibt es immer irgendwo Knöpfe, an denen man rumschrauben kann. Also, Headtracking wieder an. Licht wieder aus. Ja, viel besser, ne? Sehr schön, sehr schön. Oben leuchtet es auch. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, also, wie das halt so häufig ist, ich versuche das hier auf die Schnelle alles zu zeigen, aber manchmal braucht es halt ein bisschen länger. Ja, und ihr seht, ich habe immer noch nicht raus, warum wir hier rumhüpfen wie Gummibälle, aber es ist halt so. Warte mal, Dawn kommt die Sonne von hinten. Ich will sie aber, wenn überhaupt, dann eher von vorne haben. Und jetzt gucken wir nochmal nach draußen, in der Hoffnung, dass wir in der Nähe des Flugzeugs auftauchen. Ja, tun wir. Junge, hier ist aber Bewegung in der Luft. Wir haben 27 Frames pro Sekunde. Ach, das ist weniger als 30, aber auch nicht so viel, dass es jetzt auffällig wäre. Tja, jetzt kommen wir gleich dem Flugzeug näher. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt nichts abkriegt, weil das Flugzeug dagegen fliegt. Ich würde mich natürlich interessieren, warum er das so... Pass auf den Propeller! Das war aber knapp. Hui! Ja, sehr hübsch. Und das Gerummeiere. Jetzt geht's nochmal vor die Maschine. Dann gucken wir unten drunter. Weiß ich selber nicht. Ich bin so ganz gern, wenn ich sehe, wo der Propeller ist. Sonst kriege ich aber den Rücken neu frisiert. Aber gut, dass es heute nicht so schaukelt, wa? Junge, es sieht irgendwie aus, als würde hier Sturmprogramm im Hintergrund ablaufen. Kann natürlich sein, dass irgendwelche Data-Refs dahingehend verändert wurden, die das Wetter betreffen. Was ich jetzt praktisch, obwohl ich Clear Weather habe, dass mein kleines Hilfsprogrammchen, das das Wetter beeinflusst, in diesem Falle das Wetter total auf den Kopf stellt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das hat bestimmt irgendeinen anderen verwegenen Grund. Aber so ist es halt. Und ja, habt ihr wenigstens was zu gucken hier. Naja. Schaukeln, wir haben es offen bei. Danke fürs Reingucken. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, erbrecht euch gleich direkt auf